So, weiter geht's heute. 32. Spieltag steht an. Ja, der Titeltraum ist sehr wahrscheinlich ausgeträumt. Das war's nach dieser Niederlage in Dortmund. Wie 2007 ist das Thema durch. Wir haben verloren, muss man einfach so sagen. Und ja. Jetzt heißt es wirklich nur, diesen zweiten Platz so zu machen. Nächstes Duell gegen Eintracht Frankfurt. Und das ist auch noch nicht so ganz durch, dieser zweite Platz. Wir haben noch 3 Spiele, vielleicht retten wir uns irgendwie noch. Ja, das ärgert mich gerade so ein bisschen, weil eigentlich hatte ich gedacht, ja, das schaffen wir irgendwie noch. Aber nein, schaffen es nicht. Oh, lass mich doch nochmal jetzt. Nächstes Spiel gegen, wie gesagt, gegen Eintracht Frankfurt. Auf geht's. Ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir diese 3 Spiele gewinnen, um zumindest unsere Hausaufgaben zu machen. Die letzte Spiele haben wir ja, wie gesagt, verloren und das war eigentlich auch das Ende. Aber diese Doppelniederlage in Berlin gegen die Union und gegen die Hertha, da waren eigentlich 6 Punkte geplant, da wäre alles noch drin gewesen und ja, und dann ist es halt passiert. Niederlage Nummer 7 ist das jetzt gewesen in dieser Saison, das ist einfach zu viel. Punkt. Naja, nächste Saison. Der jetzt. Große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Jetzt haben wir noch ein Spiel. Ja, jetzt müssen wir einfach, wie gesagt, schauen, wie wir unsere Aufgaben lösen. Mehr auch nicht. So. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Schalke 04 heute. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Die Nummer 12, Alexander. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Weil er ist ja im Moment ein Tore-Garant in der Liga. Na, 36 Tore. Der trifft, wie er will. 4 Tore braucht er insgesamt. Im Moment wirken alle Abwehrspieler überfordert. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. So, auf geht's, komm. Jetzt haben wir, versuchen wir noch nach Hause zu rocken. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück noch am Ende. Also 4 Punkte Rückstand bei noch 3 ausstehenden Spielen. Ach man, war doch nichts. Schade. Also hinspielen wir uns in Frankfurt 6-1. Unsere Aufgabe ist es, wie gesagt, klar jetzt erstmal noch zu gewinnen. Irgendwie das Ding nach Hause zu rocken. Das, zu gewinnen, ja? Alles andere bringt heute nichts. Wenn wir heute verlieren oder unentschieden spielen oder was auch immer ist, dann ist es definitiv eng. Und dann verlieren wir auch gegen, wahrscheinlich gegen Borussia Dortmund. Die Gelegenheit für die Flanke. Und Schwolo, der verhindert die erste Chance, die Eintracht. Ja, ist diese Niederlage in Dortmund noch der Schock, der nach, da ein bisschen nachwirkt. Ecke kommt in den 16er. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Da wird er gestört. Da setzt er sich gut durch. Meine Fresse, wieso können die da auch mal durchmarschieren? Ja, Frankfurt macht mir gerade zu viel Druck. Da kommt der Ball von Douglas Costa. Kein Tor. Jawohl, schön gemacht. Schwolo, der das Ding dann am Ende noch hält. Oh, der Ball war nicht schlecht auf Marco Richter. Jetzt mal, gegen Davis. Ich glaube aber nicht, dass es davon so Davis ist. Der wieder so ein Ding verzieht. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Mal durchmarschieren. Also wie gesagt, man muss heute das Heimspiel gewinnen und hoffen, dass die Bayern patzen. Punkt. Da ist irgendwas passiert gerade. Das erste Tor für Bayern München. Na super. Fängt ja schon wieder gut an. Gespielt sind hier 15 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Ach Mann! Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klasse, genau. Nein, 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 nein. Becker. Ach Mann, wieso kommt er nicht durch? Der FC Schalke hofft natürlich
dass es heute besser läuft als zuletzt bei der Auswärtsniederlage, als es gegen Borussia Dortmund ging. Da hat sie nur ein Tor vom Remis getrennt bei dieser 0:1 Niederlage. Heute sind die Vorzeichen ein bisschen anders. Ich komm doch mal nach raus. Nein, du musst ja beim Let. Abseits, okay. Es ist abgefahren. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Ach komm, Richter, jetzt mal wieder ein bisschen mehr Power jetzt wieder. Richter, jawohl. Das erste Tor ist gefallen. Den Druck mal ein bisschen hochhalten. Klar, schwächere Mannschaft, das stellt den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Das Tor nochmal in der Wiederholung, erst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, es geht halt immer noch immer irgendwie noch doch das Ding noch zuzumachen, diesen zweiten Platz zu machen. Klar, wenn wir die Meisterschaft haben, dazu müssen die Bayern heute definitiv verlieren. Die tut weh, die Niederlage. Das ist halt A, Derby und B, ist es halt immer noch, geht es ein bisschen um den Titel. Aber ist egal, müssen wir halt jetzt mit Leben akzeptieren. Ich werde es nicht neu starten, weil wir ein Spiel verloren haben, sondern ich versuche, meine Hausaufgaben zu machen. Und ansonsten greifen wir nächste Saison mit der neuen Mannschaft an. So, heute auf jeden Fall, wie gesagt, Eintracht Frankfurt, da wollen wir uns ein bisschen konzentrieren, dass wir das Ding irgendwie noch nach Hause fahren. In Sachen Ballbesitz ist Schalke hier in diesem Spiel das deutlich schwächere Team. Marco Richter. Costa, der nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte gut mitarbeitet da hinten. So, wir geben kurz ab. Da ist irgendwas passiert. Wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand damit. Den Ball erwischt er gar nicht. Ja, aber gut, wenn die Dortmunder und die Bayern sich unentschieden trennen, vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Also ich weiß gar nicht, ob die beiden jetzt gerade gegeneinander spielen. Lucas Alario. Glück gehabt. Der wäre gefährlich gewesen, der Ball. Da auf die Außenbahn, auf den Rossun. 40. Minute. Volle genommen. Den hält er völlig ohne Probleme. Das könnte die Chance werden. Also Eintracht macht gerade sehr, sehr, sehr viel. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Ball, ja, wieder Ballverlust da vorne. Cedric Bakambu. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Ja, oh, dann ist Pause, Gott sei Dank. Ja, Frankfurt macht's gut, muss ich sagen. Die machen's gut, die Jungs. Und jetzt gucken wir mal, wie das Spiel aussieht. Weil ich hoffe, dass die Dortmunder und die Bayern heute aufeinander treffen. Wenn die sich nämlich unentschieden trennen, haben wir wieder, sieht die Situation wieder so aus. Vielleicht geht ja mehr, wir wollen es hoffen. Fakt ist, dass wir unsere Hausaufgaben jetzt noch machen müssen. Gucken wir mal kurz auf die Zwischenpartien. Ja, Freiburg, Dortmund, unentschieden. Bayern spielt gegen Köln. Nee, alles gut. Schade. Es war irgendwo so ein bisschen Hoffnung gerade mit drin. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht. Aber mit dem Sieg, mit dem Unentschieden der Dortmunder. Er lässt sich Zeit, noch sind die Mitspieler nicht da. Sie verlieren den Ball. Ach, Frankfurt macht sehr gut, muss ich sagen. Die spielen ein sehr gutes Spiel und ein Gefahr nicht. Klasse Pass. Ball bei Douglas Costa. Melendo. Er kann es machen. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Hier sehen wir die nächste Paarung. Ja, Mann! Alario! RB Leipzig ist der nächste Gegner bei The Way. Immer noch gefährlich. 2-0. Da war der Keeper nämlich noch dran an dem Ding. 56. Minute, Tor Nummer 37. Drei Brauer noch. Ja, RB, wie gesagt, der nächste Gegner. Und es wird gerade knüppelhart. Also Dortmund auswärts, okay. Frankfurt zu Hause, jetzt dann Leipzig auswärts. Spielstand 2-0. Es wird das nicht gerade einfach gemacht. Aber egal. Wir haben die Punkte leider woanders liegen gelassen. Und das war, wie gesagt, bei Berlin, in Berlin. Bei Union und eben der Hertha. Da fehlen uns diese 6 Punkte. Auch heute gibt es wieder ein Sonderangebot im Fanshop. Ja, schön gemacht. Die Gäste werden wechseln. Fängt diesen Ball ab.
So, jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Also Fakt ist, dass wir erstmal 2-0 führen, das Ding erstmal ein bisschen in der eigenen Hand haben. Also das Ding hier nach heute. Da holt er den Ball zurück. Schön gemacht. Kominski, gutes Ding. Den spielt er in den Lauf. Yes, 3-0. Erstmal da die Aufgabe machen. Das Ding nur auf souverän stellen. Frankfurt spielt eigentlich ein gutes Spiel. Wir machen jetzt gerade nur die beiden Tore zur richtigen Zeit. 65. oder 66. Erstmal auf 3-0 stellen. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Tor Nummer 8 in dieser Saison für ihn. Um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. So, also wir lösen da mal gerade unsere Aufgaben. Müssen wir gucken, was auf der anderen Partie passiert. Haben alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja, du kannst kommen, ne? Da kannst du noch so viel analysieren. Oh, Schalke mit dem Ballverlust. Das haben sie aber gut provoziert, die Frankfurter. Ist es die Tagesform. Ja, am Ende ist es halt die Chancenverwertung. Und wir haben halt drei... Tom Davis. Drei Schüsse aufs Tor gemacht. Oh, Frank. Also der muss besser kommen, der Frankfurter. Der muss besser kommen, der Frankfurter. Weil der war nicht ganz ohne. Der war kein Abseits. Kubilanski. Torschütze zum 3-0. Lukas Alario. Ah, Frankfurt macht gut, macht's gut. Frankfurter in Kürze zu tun bekommen. Buschi. Leverkusen. Oder gegen Leverkusen. Nächsten Bundesligaspiel. Da hat er die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Wieder Schwolo. Zweimal gut gemacht. Das hat er sehr gut gehalten, diese Situation. Lazza. Der jetzt ein bisschen auf die rechte, auf seine linke Seite geht, ein bisschen Platz hat. Das könnte was werden. Hereingabe jetzt. Oh, der hat das zumachen können. Der Kobylanski, da hat das richtig zumachen können. Bei 4-0, dann wäre das Ding durch gewesen. So, dann wechsle ich jetzt dreimal aus. Ja, verschenkt. Das kann man nicht ausdrücken. 80. Minute. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Na gut gespielt auf Kubilanski, der die Chance hatte. Das 2-0, aber bzw. 3-0 hat er gemacht. Marco Richter wird geht auch runter. Aber den Frankfurter wechselt man auch zweimal. Ne, einmal, Entschuldigung. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und sie gewinnen ja, dann auch drei Punkte nach Hause genommen. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Schönes Tempel. Bällchen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Krüger. Er ist frei, da kann was draus werden. Die Riesenschance. Fällt das Tor noch? Paulinho! 4-0. Doch nur mit Dusel da irgendwie durchgekommen. Den wollte ich halt völlig Valario. Das hat Tor Nummer 38 heute erzielt. Aber es ist Paulinho, der es so macht. Der ja nach Liverpool geht nach der Saison. Eigentlich ist er als Fehleinkauf eingestempelt, aber macht dann noch seine Tore. Hat jetzt auch schon 7 oder 8 Tore. Kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Ja, ich wollte dann eigentlich auf Valario querlegen, weil der mitgelaufen ist. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Tor Nummer 8 ist es. Dafür, dass er so lange schwer sich getan hat. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Ja, die Niederlage immer noch tut weh aus der letzten Folge. Das tut richtig weh. Ich meine, letztendlich ist es jetzt heute nach Hause gefahren worden, aber. Ball ist jetzt wieder weg. Guter Vorstoß da jetzt. Paulinho. Gute Chance. Macht Tor Nummer 9 sogar noch. Also 5-0. Ja, nimmt man mit. Je nachdem, wie die Dortmunder heute spielen. Parallelspiel. Nochmal dieses Tor. Aber der war ein Schlüssel, Mann. Ich hab mich wieder Solo unten reingelegt. Ich konnte nicht mehr querlegen. Das Problem ist, ich versuche ja immer noch querzulegen auf Alario. Der muss er treffen. Eine Top-Leistung und führen daher auf Doppelschlag von Paulinho. Und damit ist das Ding durch. 15-0 steckt man die Eintracht aus
Frankfurt auswärts immer 6-1, heute 5-0. Die Frankfurter hat diesmal keine Chance gelassen. In der letzten Saison sind, sind wir ja nämlich am DFB-Pokal in Frankfurt gescheitert und das hochverdient. Diese Saison haben wir den Jungs keine Chance gelassen. So, und nächste Woche könnte die Vorentscheidung fallen. Holen sich die Bayern den Titel, machen wir Platz 2 zu oder haben wir nochmal eine Chance? Und da die Bayern wahrscheinlich gewonnen haben ihr Spiel gegen Köln, mache ich mir auch gar keine großen Hoffnungen mehr. Diese Niederlage letzte Woche war einfach, oder letzte Folge war einfach die entscheidende, muss ich sagen. Wir greifen nächste Saison wieder an. Ich hätte es gern zugemacht. Aber jetzt mal halt nochmal eine Saison, nochmal eine Saison dran. Also wie gesagt, heute Frankfurt geschlagen, 5-0, verdient, muss man so sagen. Obwohl die Frankfurt eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben. Aber wenn man mal auf die Tore guckt, 4-9 Torschüsse. Die Frankfurter waren besser. Was die Statistik, oh, ich habe jetzt nicht auf die andere Partie geguckt. Schade. Bayern aber hat 2-1, glaube ich, gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber im Moment, mich interessiert gerade das Dortmund-Spiel. Okay, die haben auch gewonnen. Nee, alles gut. Damit können wir nächste Woche, in der nächsten Folge auch eine Vorentscheidung holen. Warte mal gerade kurz. Da ist ein guter Spieler. Spieler verpflichten. Ja, ah, Six dabei. Gucken wir nochmal da rein schnell. Ah, nö. Eigentlich nichts. Okay, egal. Passt. Ja, wir sind in der nächsten Folge wieder und dann könnte schon die Vorentscheidung fallen. Der Titel könnte wahrscheinlich weg sein und wir versuchen noch Platz 2 zu holen. Der nächste Gegner ist, wie gesagt, RB Leipzig. Das wird wahrscheinlich ein Auswärtsspiel sein. Und jo, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Bis dahin und tschüss.